Hallo Florin, danke, dass du dir Zeit genommen hast für das kurze Interview über React. Fangen wir gleich an mit der ersten Frage. Und zwar, wie bist du auf React gestoßen? Das erste Mal, wo ich React gehört habe, war in meinem Studium. Das ist etwa 1,5 bis 2 Jahre her. Und da habe ich mehr so nebenbei gehört, dass es React gibt und dass es was Cooles ist, was Neues ist, und das mal ausprobieren kann. Und habe dann angefangen, so, okay, kleine Applikationen zu schreiben, so viel Spaß zu haben, aber nichts Größeres. Und wo dann mein Studium fertig war, habe ich nach einem Job gesucht bei einer Company, die ja eben auch auf moderne Tools, wie unter anderem React, setzt. Und ja, da haben wir ein paar UFers beworben und war sehr erstaunt, dass die schon React-Applikationen live in Production hatten. Und ja, haben wir beworben und schaffe seitdem jetzt auch bei UFirst. Also hast du auch gerade können mit Kundenprojekten starten und React einsetzen? Also eins von den ersten Projekten, wo ich daran geschafft habe, ist bei Vögele Schuss, eine Applikation gewesen. Da haben wir aber auf einer bestehenden Webseite kleine React-Applikation integriert, wo man jetzt anstatt der Schuhgröße die Schuhlänge in Zentimeter eingeben kann und dann die Applikation automatisch die entsprechenden Schuhgrößen von den verschiedenen Marken berechnet und so dem User vereinfacht das Auswählen von der Schuhgröße, weil ja verschiedene Marken bekanntlich verschiedene Schuhgrößen haben. Was hat React sonst so mit sich gebracht? Also, welche sind die grössten Vorteile jetzt aus Ihrer Perspektive? Ja, ein großer Vorteil für React ist es, dass man auch eben bestehende Webseiten interaktiver gestalten kann und somit dem User eine bessere User Experience zu übermitteln, weil die Seite durch React schneller wird, sie wird dynamischer und der User bekommt schneller Feedbacks über Inputs, die er betätigt und fühlt sich alles in allem einfach moderner an und up to date. Möchtest du die Gelegenheit nutzen und für React-Anwender noch wichtige Inputs mitgeben? Also für Neuentwickler kann React am Anfang sehr überwältigend sein, da es vieles anders macht als bisher. Und React hat auch nicht so eine gegebene Struktur, wie man Applikationen entwickeln soll. Und dann kann es am Anfang etwas schwierig sein, da die richtigen Libraries zu finden, die am besten für das gegebene Problem passen. Und da muss man einfach ausprobieren, Spaß dran haben, wird auch Fehler machen, aber man lernt daraus. Als Entwickler gibt sich ein weiterer großer Vorteil, und zwar erlaubt das React, dass man in Teams sehr gut zusammenarbeiten kann, indem man an verschiedenen Komponenten gleichzeitig arbeitet. Und das wiederum bringt einen Vorteil für Unternehmen, dass sie ihre Ideen schneller und flexibler umsetzen können und so auch besser auf ihre Wünsche eingegangen werden kann. Super. Hey, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen Gerne. hast und mit uns das kurze Interview durchgeführt hast. Gefreut. Wir freuen uns auf weitere Projekte mit React von dir. Danke.